Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 Girls WG, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge. Und wir sind immer noch im Umstyling im zweiten Teil. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir Mary und Dominic umgestylt. Und das ist sehr gut gelungen, wie ihr alle findet. Also ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr findet, dass Mary die Brille unglaublich gut steht und. Und auch Dominic findet ihr adrett, möchte ich sagen. Ja, also wir haben ja in der letzten Folge schon festgestellt, dass er für sein Alter doch noch sehr, sehr gut aussieht. Und ja, heute widmen wir uns natürlich Mason und Mia. Und ich weiß, da warten ganz viele drauf. Bei Macy Basy ist es so, er ist ja so ein bisschen der coole Daddy. Und warum hat er eine Glatze? Also ganz ehrlich, also eine Glatze habe ich ihm aber nie gegeben, oder? Er ist halt so der coole Daddy und das will ich auch so ein bisschen beibehalten, weil Macy Basy ist einfach so der coole Typ. Den brauchen wir halt hier, ja. Der muss auch so ein bisschen immer so nett bleiben, wie er schon immer war. Ich will seinen Style auch so ein bisschen behalten. Jetzt ist nur die Frage, welche Frisur geben wir ihm? Wir hatten ihm, glaube ich, auch mal so eine Langhaarfrisur gegeben. Die hatte der mal eine ganze Zeit. Das stand ihm auch sehr gut, aber jetzt würde ich ihm gerne wieder ein bisschen was Längeres geben, was Kürzeres, sowas hier. Nein, okay, ich höre jetzt auf. Ich finde die eigentlich ganz schön. Also ich muss sagen, bei Mason ist es halt einfach so, irgendwie, dem stehen halt diese Seiten auf Null-Trips ganz gut. Ich guck mal gerade, was der so für Outfits hat. Also er hat einmal dieses hier, einmal dieses. Das finde ich ganz schön, muss ich sagen. Dieses hier, naja, das ist eher so, geht so. Und auch das erste finde ich nicht so toll. Beim ersten würde ich ihm auch mal die Cappy wegnehmen, weil ich finde, er hat genug Cappy getragen. Er kann jetzt mal wieder so ein bisschen sein Haar zeigen. Er hat ja noch volles Haar, er ist ja noch jung. Und beruhige dich, Junge. So, und dann würde ich ihm gerne mal so ein bisschen was anderes wieder anziehen. Bei Mason ist es eigentlich relativ einfach, weil ihm auch sehr viel steht. Das ist genauso wie bei mir. Aber bei Mason wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen ranhalten, damit wir da nicht so Ewigkeiten brauchen, weil ich weiß, dass wir bei Mia wahrscheinlich etwas länger brauchen werden. Die Kinder werde ich wahrscheinlich erstmal so lassen, weil die Kinder will ich noch erstmal altern lassen, bevor ich die umstyle, weil das bringt, glaube ich, nichts, wenn wir die jetzt umstylen und dann lassen wir die sowieso bald altern. Deswegen machen wir das jetzt erstmal ohne Umstyling für die Kinder. Also Macy Basy soll auch ein bisschen erwachsener vielleicht werden. Das Hemd hat aber wohl schon der Dingens an, ne? Dominic. Das wäre dann doof, wenn wir dem das jetzt auch anziehen. Also bei Mason ist es halt so ein Zwiespalt. Also dem stehen halt schicke Sachen sehr gut, aber dem stehen halt auch sehr gut diese coolen Outfits. Sowas hier zum Beispiel, ne? Der kann halt so mega gut auch so Pullis tragen, aber ich finde das halt nicht so schön, wenn das so gemustert ist. So finde ich schon besser. Vielleicht mal in so einer frischen Farbe. Sowas hier steht ihm auch ganz gut. Sowas steht ihm auch ganz gut eigentlich. Das finde ich ganz schön. Ich glaube, ich ziehe mal eine andere Hose an. Die Hose finde ich mich ganz furchtbar. Die ist so bäulig. Bei Mason ist es irgendwie so, finde ich immer so Jogginghosen ganz cool, weil das irgendwie zu ihm passt. Weiß ich auch nicht. Also irgendwie sieht es gut aus. So voll Klischee, so Seiten auf Null und eine Jogginghose. Ich meine, Jeans steht ihm auch, aber so eine Jogger steht ihm irgendwie am allerbesten. Nur die Frage ist, in welcher Farbe. So eine graue zum Beispiel finde ich ganz cool. Und wenn wir ihm dann da noch zu ein paar schöne Schuhe geben, hier sowas in der Richtung, aber in weiß. Das finde ich schon bei, zum Beispiel ganz schön eigentlich. Outfit Nummer 2 kann er erstmal so halten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber Outfit 3 würde ich gerne noch ändern, weil das gefällt mir auch nicht mehr so. Da würde ich ihm auch gerne mal was anderes geben. Wir müssen auch mal gucken wegen den Sommeroutfits, dass wir da auch was Schönes finden. Was ist das denn? Boah, ey, das war früher so modern, dass man irgendwas so über den Händen hatte. Oder sowas. Auch sehr, sehr schick. Ich habe heute übrigens die Life is Strange Frisur. Wer erinnert sich noch dran? Früher war es immer die Life is Strange Frisur. Heute trage ich sie auch bei Sims. Oh mein Gott, Life is Strange. Wie lange das alles schon her ist, Leute. Es ist einfach unglaublich, wie die Zeit vergeht. Wie lange ich das jetzt einfach alles hier schon mache. Boah, warum ist denn der so dürr? Macy Basy ist ganz schön dünn geworden. Boah, das ist auch so richtig eklig, ne? Wenn man dann darunter nichts anhat, ne? Das finde ich ja furchtbar. So ein T-Shirt zum Beispiel finde ich auch sehr cool. So was Enges. Sehr, sehr cool. Ich glaube, das nehme ich. Hose finde ich nicht schlecht. Da würde ich auch eine Jeans drauf anziehen. Allerdings würde ich da auch diese Jeans drauf anziehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich gucke mal, ob es noch irgendeine coolere Jeans gibt. Nee. Obwohl die auch cool ist, ne? Finde ich jetzt auch nicht verkehrt.
Doch, die finde ich auch sehr, sehr cool. Die Schuhe kann er eigentlich schon direkt anbehalten. Die ganze Zeit abgehen, Mann. So, und dann vielleicht noch eine hübsche Kette oder sowas. Ketten stehen ihm nämlich auch immer sehr gut, finde ich. Es hatten mich übrigens auch welche gefragt, warum Mia und beziehungsweise Dominik und Mary nicht denselben Nachnamen haben. Ja, woran das jetzt genau liegt, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht so genau. Aber sie haben nicht denselben Nachnamen, das stimmt tatsächlich. Vielleicht sollten wir das mal ändern. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet. Ich glaube, ich ziehe ihm so einen Dog-Tag an. Dog-Tags gehen doch immer. So, okay, hier hat er noch die andere Frisur. Oh nee, jetzt müssen wir wieder die Frisur suchen. Boah, na, jetzt wird wieder kritisch. Jetzt müssen wir wieder stundenlang die Frisur suchen. Hier hat er sowas an. Das würde ich, glaube ich, auch ändern wollen. Hier unten war irgendwo die Frisur, die er jetzt hat. Hat er die? Ja, die hat er. Genau. Ja, das sieht so ein bisschen Barkeeper-Style aus irgendwie. Da würde ich ihm, glaube ich, auch was anderes anziehen. Lieber sowas hier. Ist das der eben schwarz? Nee, warte mal, vielleicht sowas. Das sieht doch ganz nett aus. Das steht ihm ganz gut. Das lassen wir mal. Sportoutfit finde ich auch in Ordnung. Kann er eigentlich auch anlassen. Er hat relativ oft sein Sportoutfit an, müssen wir dazu sagen, weil er ja sehr viel Sport macht. Die geile Unterhose können wir auch beibehalten, aber nehmen wir diesmal mit so einem Küsschen auf dem Po. Finde ich auch sehr schön. Kann er auch gut tragen. Da hat er die Haare auch so ein bisschen wuscheliger. Finde ich vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Partyoutfit. Ist das ein Partyoutfit? Eigentlich nicht, ne? Also als Party-Outfit würde ich ihm vielleicht ein Hemd anziehen oder so. Irgendwas Schickeres. Wo er einfach so ein bisschen schicker mit aussieht. Irgendwas Schickeres, wo er schicker mit aussieht. Also irgendein cooles Hemd würde ich ihm, glaube ich, anziehen. Was, sowas zum Beispiel, das steht ihm überhaupt nicht, ne? Sowas hier auch nicht. Also er wirkt sehr kastig immer in solchen Sachen. Lieber sowas hier, sowas schickes, schwarzes, das geht immer. Oder im Blau meinetwegen auch. Und dann machen wir dann eine schöne Hose zu, das sollte reichen. Das Party-Outfit, ich finde, da muss er jetzt auch nicht so übertrieben aussehen. Aber so eine Schlangenhose geht auch gar nicht. Sowas hier vielleicht, die ist sehr eng, ne? Mag ich eigentlich nicht so bei Männern, muss ich sagen. Aber Mason steht's eigentlich. Also ich mag diese engen Hosen nicht so gerne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das bei Männern ganz cool findet oder ob ihr sagt, nein, bitte nicht. Ich nehme mal weiße Schuhe, weil es am besten aussieht. Das finde ich ganz schick. Zum Schwimmen finde ich das eigentlich ganz gut. Da können wir ihm meinetwegen auch nochmal eine andere Farbe geben. Machen wir mal die hier. Der kann ja ruhig was Peppiges tragen. Die Haare, ey, geil. Weil so plötzlich kommt er so im Sommeroutfit, hat er Raster. Er fühlt den Sommerstyle einfach. Nee. Auch da würde ich ihm dann gerne seine neue Frisur geben. Beziehungsweise, ich glaube, die hatte er auch schon mal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die Schuhe gehen auch gar nicht, ne? Also die Schuhe gehen gar nicht. Hab ich dem das angezogen? Lieber sowas hier. Und dann die kurze Hose ist ja auch nicht verkehrt. Die kann er dann vielleicht auch so in weiß oder sowas anziehen. So. Und das Oberteil, ja, es ist auch so, ja, es ist halt auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Vielleicht lieber sowas hier, das finde ich ganz gut. Das passt auch zu Mason, das lassen wir mal. Winteroutfit, finde ich schwierig, da gucke ich mal bei vorgefertigte Looks, ob es da irgendwas Cooles gibt. Oh, with the aber. Als ob das ein Winteroutfit ist, weißt du? Wer nimmt denn sowas als Winteroutfit? Okay, als Winteroutfit würde ich ihm dann auch nochmal eben was Eigenes machen. Ich muss mal eben auf den Tacho gucken, damit wir hier... Ja, wir sind noch ganz gut in der Zeit. Wir haben noch ein bisschen was Zeit, so. Also ich will die Folgen auch nicht so ultra lang machen, weil ich das immer so ein bisschen blöd finde. So, vielleicht irgendein Pulli. Aber nicht diesen. Ich finde das so furchtbar mit den Händen. Aber so sind Geschmäcker unterschiedlich, ne? Voll viele finden das cool. Vielleicht die hier. Ah, die hier in so einem Beige oder so. Und dann Hosen. Oh, finde ich die wirklich cool im Beige? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, bei Winterklamotten ist es irgendwie immer total schwer. Gerade bei Männern finde ich es total schwer. Machen wir mal sowas hier und dann irgendwie coole Stiefel oder sowas. Ist nicht in einer cooleren Farbe? In einem schönen Ocker. Ja, die sind doch ganz cool.
Das passt doch. Das sieht ganz gut aus. Doch, das kann man machen. Ich guck mal gerade nach Mützen für den Winter. Ob es da irgendwas Cooles gibt. Ich würde diese Mütze ja nehmen. Aber die ist einfach so auf dem Kopf und hört hier so auf. Weißt du, als ob man die nicht über die Ohren ziehen würde. Wer macht denn sowas? Gar keiner. Nee. Also Mützen, ganz ehrlich, da bin ich raus. So, aber das ist doch schon mal ganz schön. Also ich finde, die Outfits sind ganz gut. Jetzt haben wir dieses Outfit und dieses Outfit und natürlich das letzte. Also das finde ich echt, das gefällt mir sehr gut sogar. Dann bei Schick haben wir das. Finde ich auch sehr schön. Ich finde auch sein 3-Tage-Bart kann er behalten. Sport ist das. Nacht ist das. Mit dem Küsschen am Hintern. Könnt ihr es doch mal sehen. Das ist dann so Party-Outfit. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Schwimmen, heißes Wetter, kaltes Wetter. Finde ich sehr, sehr gut. So, dann widmen wir uns jetzt der guten Mia. Ladies and Gentlemen. Darauf habt ihr alle gewartet. Ich weiß. Oh mein Gott, Mia. Sie ist einfach mein Herz. Ich weiß nur nie, wie ich sie anziehen soll. Es ist immer so unglaublich schwierig. Sie hat einfach 3 verschiedene Frisuren für 3 verschiedene Outfits. Also das zum Beispiel finde ich sehr, sehr schön. Obwohl ich sagen muss, dass das auch sehr viel ist. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Ich finde, das erste können wir auf jeden Fall wegmachen. Jetzt ist die Frage aller Fragen, welche Haare? Oh mein Gott, Freunde. Allein schon für die Haare brauche ich jetzt wahrscheinlich 7 Stunden, weil ich nicht weiß, welche Haare ich für sie nehmen soll. Es ist echt unglaublich schwer bei ihr. Da können wir auch nochmal nach CCs gucken. Die funktionieren vielleicht auch. Denn wir haben ja jetzt keine CCs groß benutzt. Ich will auf jeden Fall ihre schwarzen Haare behalten. Sowas zum Beispiel finde ich ganz süß. Ich finde auch sowas ganz süß. Aber das macht sie halt sehr... Die finde ich auch sehr schön. Also sowas hier finde ich halt auch sehr schön. Guck mal, wie das aussieht, wenn es da abgeschnitten wäre. So voll doof. Also die finde ich ganz gut, aber dann sieht sie sehr aus wie Eva. Das möchte ich eigentlich auch nicht so gern. Die hatten wir jetzt die ganze Zeit. Die finde ich nicht so gut. Die auch nicht. Ach, schade. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, vielleicht mal ganz kurze Haare zu machen. Oh mein Gott. Es wird wieder die Frage aller Fragen werden. Wie machen wir jetzt ihre Haare? Um Gottes Willen, Freunde. Ach, das ist echt bei ihr super schwer. Also sie hat jetzt ganz lange Zeit ganz lange Haare. Vielleicht können wir es diesmal so machen, dass sie mal etwas kürzere Haare hat. Aber die Frage ist, welche Frisur? Ich muss gleich mal ein cooles Thumbnail für euch machen. Ich muss mal irgendwie so eine Frisur haben, wo die... Das sieht auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Wo sie so ganz kurze Haare hat, damit ich euch schocken kann fürs Thumbnail. Sowas. Das mache ich jetzt als Thumbnail, Freunde. Und ihr werdet euch alle denken, was hat sie mit Mia gemacht? Nein! Ihr seid live bei der Thumbnail-Erstellung dabei. Ein neuer Style für Mia. Das wird super. Ach, nee. Aber welche Haare nehmen wir stattdessen? Guck mal, sowas steht ihr halt auch mega gut, ne? Es ist echt mega, mega schwer bei ihr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Obwohl ich gerade, wo ich das Foto gemacht habe, diese Frisur finde ich auch gar nicht so verkehrt. Hat ja einer auch bei Jeremy's Next Topmodel gekriegt, diese Haare, wie ich sie eben hatte. Also ich finde es echt nicht schlecht. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Also es wäre jetzt für mich gar nichts, aber... Ihr wolltet auch auf jeden Fall, dass Mia so ein bisschen erwachsener wird. Aber Mia ist halt auch... Aber sie ist ja auch schon sehr erwachsen angezogen, finde ich. Also sie ist jetzt nicht so irgendwie kindisch angezogen oder sowas. Ah. Oh Mann, die Haare. Es ist so eine Qual. Ich brauche allein schon für die Haare 7 Jahre. Ist das gereimt? Es ist so unglaublich schwer bei ihr. Die Haare liebe ich ja auch immer noch. Ja, jetzt beruhige dich. Dass sie die ganze Zeit so rumfauchen muss. Hier steht einfach alles. Selbst das. Selbst das. Guck mal, selbst das steht hier. Das ist echt krass. Sie ist einfach hübsch. Ich finde die, glaube ich, ganz süß. Ist mal ein bisschen kürzer als vorher. Also ich würde die jetzt mal kurz lassen und dann mal eben gucken, was wir ihr anziehen. Also ein bisschen erwachsener wolltet ihr haben. Obwohl ich das schon sehr erwachsen finde. Aber sie ist dennoch immer noch ein bisschen sexy. Das finde ich zum Beispiel auch sehr süß irgendwie, das Oberteil. So in weiß, mit einer schönen Jeanshose dazu. Finde ich nicht verkehrt.
Ich weiß, viele sagen auch immer, bitte nicht so viel CCs verwenden. Ich versuche schon so wenig wie möglich, aber wir haben jetzt auch bei keinem anderen CCs genommen. Wir haben auch keine CCs Haare. CCs Haare. Deswegen können wir jetzt ruhig mal bei den Hosen oder so auch mal einen CC nehmen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Frage ist nur, wo sind die ganzen CC-Hosen? Die müssten eigentlich hier irgendwo drin sein. Zum Beispiel sowas. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist nicht die Hose, wo man die Unterhose so durchsieht. Aber das sieht zum Beispiel sehr, sehr schick, aber auch sehr erwachsen aus. Also ich finde, das ist so beides. Dann noch ein paar schöne Schuhe dazu. Hohe Schuhe stehen hier zum Beispiel sehr, sehr gut. Was piept denn hier? So ist das die Musik? Ich glaube schon. Das ist ein paar Stiefel. Sieht auch irgendwie cool aus. Hat auch irgendwie Style. Aber da sehe ich schon die, in die Kommentare so, nein, nicht die Schuhe. Warte mal, vielleicht sowas hier. Das sieht zum Beispiel sehr, sehr cool aus, finde ich. Sieht ein bisschen erwachsen aus, aber auch ein bisschen noch jugendlich. Also beides. Schminken tun wir sie natürlich auch. Wir wissen ja, Mia ist eher immer so ein bisschen extravaganter unterwegs. Sie kann auch diese Fake-Wimpern haben, die nicht so richtig fake aussehen, aber in Ordnung. Bisschen Rouge schadet nie. Habe ich persönlich auch immer sehr gerne drauf. So. Und dann so ein bisschen was auf die Lippen. So zum Beispiel. Ach, sie ist einfach so beautiful, Freunde. Sie ist so beautiful. Guckt sie euch an. Ich liebe sie einfach. Ich finde einfach, sie kann einfach so wirklich alles tragen. Beim zweiten Outfit. Ich meine, wir haben ja jetzt so ein bisschen die Wahl. Also sie hat ja jetzt diesen Zopf. Das heißt, sie kann die Haare ja durchaus auch mal offen tragen. Allerdings nicht länger, als sie jetzt sind. So, ne? Also das ist, glaube ich, so das Längste, was man mit diesem Zopf dann erreichen könnte. Finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn wir so ein bisschen die Wahl haben, dass wir sie auch mal mit offenen Haaren rumlaufen lassen. Zum Beispiel diese damalige Frisur, die immer alle genommen haben. Diese hier zum Beispiel, finde ich auch sehr, sehr schön bei ihr. Ich ändere jetzt einfach mal alle ihre Outfits, damit wir bei ihr auf jeden Fall auch eine Veränderung haben. So, jetzt gucke ich mal eben. Ich hatte doch auch hier bei vorgefertigte Looks... Ach, guck mal, vorgefertigte Looks, der ist auch schön, ne? Das ist auch ein cooler Look, finde ich. Aber jetzt haben wir den Pulli halt schon. Obwohl das auch sehr, sehr cool aussieht, muss ich sagen. Ne, den hat Mary schon. Oh, sexy Schulmädchen. Was? Oh, Gottes Willen. Aber es steht ihr halt, ne? Einfach, es ist halt einfach so. Nee, 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 das machen wir wieder rückgängig. Ich gucke mal gerade bei komplette Kombinationen. Mach mal benutzerdefiniert rein. Packs. Zack, 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 zack. Nee, Quatsch. Packs ist falsch. Inhalt. Benutzerdefiniert. So, dann schauen wir mal, was wir da noch so haben. Können die auch ein Hochzeitskleid anziehen? Guck mal, sowas zum Beispiel sieht auch mega hot aus. Uff, das steht ja einfach so richtig gut. Wie cool das einfach aussieht. Ich meine, ich weiß, es ist natürlich voll der CC, aber es sieht halt auch einfach cool aus bei ihr. Sowas auch, ne? Oh mein Gott. Mesh-Fehler. Das finde ich auch sehr süß. Ich finde, sowas kann sie sehr gut im Sommer tragen. Das wäre ein schönes Sommerkleid für sie. Das finde ich auch schön. Das ist doch nicht benutzerdefiniert hier. Was soll das denn? Also das würde ich sehr gerne im Sommer anziehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Guck mal, sie, Alter, ihre Beine. Leute, guckt euch bitte ihre Beine an. Irgendwie so richtig durchtrainiert und straff. Also das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das würde ich ihr, glaube ich, anziehen. Weil ich finde, das kann sie einfach tragen. So, ich liebe ja weiß. Liebe weiße Oberteile. Ich liebe bei mir selber auch weiße Oberteile. Oh. Der ist Mesh. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, also Turnschuhe würde ich da jetzt nicht drauf anziehen. Ich würde schon hohe Schuhe. Also Mia ist auch eher dafür bekannt, immer hohe Schuhe zu tragen. Ich würde auch die wieder nehmen, weil ich die ganz cool finde. Oha, sie ist einfach ein heißer Feger. So, das zweite Outfit machen wir dann auch weg. Also da mache ich mal eben hier das Make-up auch weg. Moment, da müssen wir mal eben beim zweiten Outfit auch das richtige Make-up nehmen. Machen wir mal so.
Machen wir so in so einen Mattton. Hat sie die jetzt auf? Warte mal, da müssen wir, glaube ich, hier das machen. Sehr gut. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Die Lippen machen wir wieder so. Oh, sie ist so hübsch. Ich liebe sie so. Ich liebe sie einfach so sehr. So, drei. Dann machen wir auch mal eben das Make-up schon mal fertig. Dann haben wir das nämlich schon mal. Zack. Da nehmen wir das wie immer. Wimpern nehmen wir die. Und Lippen nehmen wir die. Das liebe ich nämlich. Das sieht einfach cool aus. So. Kann man auch zu einem tragen. Und dann würde ich ihr hier nämlich auch nochmal ein anderes Outfit geben. Die Frage ist nur, welches. Ich gucke da auch nochmal nach Inhalten, Benutzer definiert, was wir da alles noch so haben. Kauft mein Merch. Auch sehr cool. Zu sexy, obwohl sie das unglaublich gut tragen kann. Das muss man einfach sagen. Den liebe ich auch. Den würde ich, glaube ich, auch mal anziehen. Sie hat einfach alles nur. Alles nur CCs-Klamotten, aber es tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Guck mal, das ist sogar ein Weihnachtspulli gleichzeitig. Richtig cool. Ho, ho, ho. In so einer Farbe finde ich den sehr schön. Und dann eine schöne Hose dazu. Welche Hose nehmen wir? Das ist immer die Frage aller Fragen. Und ich komme schon über die Zeit wieder hinaus. Es wird wieder eine lange Folge. Aber ich weiß, ihr liebt lange Folgen. Nee, die würde ich jetzt nicht nochmal nehmen. Die haben wir ja schon mal. Die weiße würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Eine Jogginghose würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Die ist nicht verkehrt, aber irgendwie ein bisschen komisch. Das ist einfach, was ist das? Einfach so eine wollige Leggings. Ist das richtig? Sehr eng. Sehr eng. Der Rock. Nee, den würde ich jetzt aber auch nicht nehmen. Wo ist denn die andere Hose? Ich hatte doch noch eine Hose. Inhalte, Benutzer definiert. Ich weiß, ich hatte noch eine Hose. War das die Hose? Ja, die habe ich gesucht. Habe ich denn nur kaputtgerissene Hosen? Also die finde ich ganz cool, die Hose. Die mag ich. Und dann dazu vielleicht echt mal ein paar Sneaker. Einfach mal auf lässig. So, das sieht doch ganz cool aus. Das mag ich sehr. Und da können wir auch noch mal eine andere Frisur nehmen. Vielleicht auch wirklich mal diese mit dem Zopf, mit dem geflochtenen. Das finde ich ganz cool. Mal eben gucken, wo die ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese langen Folgen. Ihr wisst es. Ach, die ist auch cool. Guck mal, wie geil das aussieht. Oh mein Gott, wie geil das einfach aussieht, ne? Aber das kann ich ihr natürlich jetzt nicht geben, weil sie dafür vielleicht echt doch schon zu alt ist. Habe ich nicht gesagt. Sie ist so voll sauer. Wo ist denn jetzt diese schöne geflochtene Zopfdingensfrisur? Ihr wisst, was ich meine. Diese Legolas-Gedächtnisfrisur. Wo ist sie? Wo ist die Legolas-Gedächtnisfrisur? Ich weiß es nicht. Es ist einfach belastend. Ich habe sie nicht gefunden. Ah, da ist sie doch. Guck mal, da können wir dann die nehmen. Das sieht doch cool aus. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr schön. Ich meine, sie ist übelst durchtrainiert. Aber guckt euch jetzt mal bitte die Outfits an. Also Outfit Nummer 1, Outfit Nummer 2 und Outfit Nummer 3. Immer noch sexy, aber leicht erwachsen und noch ein bisschen jugendlich. Also ist ein bisschen alles drin. Finde ich sehr, sehr schön. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr Mia findet. Aber ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Als Abendkleid hat sie das noch nach wie vor. Ja, würde ich so lassen. Ich meine, sie könnte als Abendkleid jetzt natürlich auch so richtig pompös unterwegs sein und sowas hier anziehen. Aber das würde ich jetzt eher nicht machen. Sie könnte auch sowas nehmen, wenn es das in einer anderen Farbe geben würde. Aber leider nur in weiß. Deswegen würde ich, glaube ich, da dann doch eher was anderes nehmen. Ich glaube, da würde ich einfach eher es jetzt lassen, was sie anhat. Ich finde, das steht ihr einfach unglaublich gut. Wie durchtrainiert sie einfach ist. Na. Ich glaube, das lasse ich ihr einfach. Das finde ich immer noch sehr schön. Vielleicht eine andere Frisur. Hier sowas Hochgestecktes. Sieht einfach schicker aus. Finde ich sehr, sehr schön. Sieht sehr gut aus. Sportklamotten kann sie so lassen. Abenddress würde ich vielleicht auch noch was anderes anziehen.
Vielleicht mal hier den. Einfach, weil wir es können. Finde ich gut. Party-Outfit. Da können wir nochmal unter Benutzer definiert gucken. Ich so, mache ich nicht mehr. Sowas zum Beispiel für, als Party-Outfit. Mega geil. Mega geil. Oh, ich weiß, ich benutze bei ihr so viel, unglaublich viel CC. Aber Freunde, guckt es euch bitte an. Es ist auch einfach wie für sie gemacht. Sieht einfach so cool aus. Es sieht einfach so cool aus. Ich kann mein Glück kaum fassen, wie cool es aussieht. Also so würde ich es schon lassen. Mega. So kann sie sofort rausgehen. Sieht einfach cool aus. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ne, okay, das jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Jetzt wollen wir mal nicht übertreiben, aber es sieht einfach mega cool aus. Ist halt einfach so. Deswegen nimmt's mir nicht krumm. Aber wir lassen das so. Ich mach mal sowas Grünes hier. Das passt dann auch zum Outfit. Mega cool. Oh mein Gott. Ich lieb's. So, Strand hat sie im Moment das an. Könnte sie rein theoretisch auch sowas hier anziehen. Ich finde auch den ganz cool. Aber ich mache mal eben benutzerdefinierte Inhalte raus. Ich würde ihr, glaube ich, da auch einfach mal ein Bikini anziehen, weil sie es einfach auch tragen kann. Oh mein Gott, und wie sie es tragen kann. Sie hat einfach sie so durchtrainiert. Unfassbar. Machen wir einfach mal den. Das sieht ganz gut aus. So, heiß. Da wollte ich auf jeden Fall dieses benutzerdefinierte Kleid nehmen. Wer hätte es gedacht? Guck mal eben gerade. Weil ich das einfach sehr, sehr schön finde. Und es ihr auch unglaublich gut stand. So, da ist es. Und dann auch in dieser Farbe. Da würde ich aber den Hut wegnehmen. So, schminken würde ich sie da auch, wie wir sie immer schminken. Wo sind die Lippen? Wo sind die Lippen, die wir sonst nehmen? Heißes Wetter wegmachen. Da sind sie. Sehr gut. Das sieht doch schön aus. Und die Haare würde ich da wahrscheinlich auch eher zusammenbinden. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die man im Sommer dann eher macht. Dass man so die Haare irgendwie zusammenbindet. Beziehungsweise zu einem Zopf macht oder so. Also ich glaube nicht, dass man da dann noch groß so rumläuft. Jetzt wäre die Frage aller Fragen. Wo ist diese Frisur? Die Legolas, da ist sie. Also, die Eisohrringe, ist ja süß. Aber die nehmen wir weg. Ist ja süß, aber die gefallen mir nicht. So, das finde ich ganz schön. Guck mal, das sieht doch toll aus. Und dann als Schuhe nehmen wir... Nee, die mag ich nicht irgendwie. Lieber sowas hier, das finde ich ganz schön. Vielleicht in Blau sogar, das passt zum Kleid. Das sieht doch sehr schick aus. Finde ich sehr gut für den Sommer. Und für den Winter... Kann sie das meinetwegen lassen? Ich gucke sonst noch mal bei vorgefertigte Looks. Vielleicht auch mal sowas hier wie Mason anhat. Steht ja auch. Steht ja auch. Kann sie auch tragen. Vielleicht so. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Machen wir mal. Ja, so finde ich ganz cool. Machen wir mal. Sieht so ein bisschen Penner-Style auch aus. Ja, liebe Freunde, damit sind wir mit mir auch durch. Also, Outfit Nummer 1, Outfit Nummer 2, Outfit Nummer 3. Alles voll CC. Abendkleid lassen wir erstmal so. Sportoutfit lassen wir auch so. Nachtoutfit haben wir ein bisschen geändert. Ausgekleidung. Leute, hot. It's getting hot in here. Schwimmbad, heißes Wetter, mega süß. Und kaltes Wetter, finde ich auch mega süß. Also steht ihr, alles ausgezeichnet, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also, Mason und Mia sind fertig. Ich hoffe natürlich, euch gefallen die beiden Jungs und Mädels hier. Also ich muss sagen, er regt sich einfach wieder auf. Ich muss sagen, mir gefallen sie beide. Die Kinder, wie gesagt, zeigen wir erstmal nicht um. Da müssen wir erstmal warten, bis wir da älter geworden sind, beziehungsweise bis die gealtert sind. Da müssen wir mal gucken, dass wir die bald mal wieder spielen. Ich freue mich sehr. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, Mimi spielt unbedingt mal wieder Girls WG. Ich würde mich so darüber freuen. Dann spielen wir das demnächst mal wieder. Und schreibt mir auch eure Meinung zum Umstyling in die Kommentare. Das war's vom Umstyling für die Girls WG. Wir sind durch und können jetzt endlich wieder Gas geben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das wieder spielen lässt mit der Girls WG. Ich habe es so vermisst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ihr da draußen auch. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Tschüss.